Frau Lautheiser Schnarrenberger, ist Glaube Privatsache? Für mich ist Glaube Privatsache. Religionsausübung muss aber natürlich über das, was jeder für sich glaubt und lebt, natürlich auch im breiten Raum möglich sein. Das ist eine Verpflichtung unseres Grundgesetzes, Religion ausüben zu können. Und Religion wird ja immer sichtbarer, jetzt im 21. Jahrhundert. Ob das immer so alle gut finden, ich denke mal an die Debatten um auch Dinge im Zusammenhang mit dem Islam, das steht mal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Wenn ich mir Sie vorstelle, vor 40 Jahren war jeden Sonntag über 400 Leute in unserer Kirche drin. Jeden Sonntag. Wir haben damals unsere Kirche extra noch einmal groß umgebaut, damit wir unten auch Platz gehabt haben für die 4 Kegelbahnen. Müssen Kreuze aus dem öffentlichen Raum verschwinden? Öffentlicher Raum heißt für mich in diesem Zusammenhang staatlicher Raum. Da, wo der Staat Verantwortung hat. Das ist das klassische Beispiel natürlich die Justiz, weil dort im Namen der Gesetze Gerechtigkeit versucht wird zu sprechen und nicht eine andere Gerechtigkeit von den Richtern dort vermittelt und gegeben werden kann. Und das ist natürlich die Debatte in Schulen, aber da muss man generell einen Weg finden, alle religiösen Symbole gleich zu behandeln und darf das nicht nur fixieren auf das Kreuz. Am Anfang wollte Karl-Heinz unsere Kirche kaufen, hat ein Fitnessstudio neu gemacht. Gut, dann hätte es halt bei uns Sonntagmorgens hat's Wellness und Brunch gegeben, aber wir hätten können weiterkegeln. Wie können denn Kirchen den öffentlichen Raum vielleicht wieder erobern? Also jetzt nicht nur durch Symbole, aber durch Präsenz oder ja, vielleicht Ähnliches. Welche Möglichkeiten haben Kirchen da? Ich glaube, Kirchen müssen einfach auch stärker die vielleicht täglichen Probleme der Menschen im Blick haben. Das kam hier in der Diskussion ja zum Schluss zum Ausdruck. Familienberatung, Beratung auch im Zusammenhang mit Entscheidungshilfe in einer Schwangerschaft, dass ich nicht bestimmte Organisationen nehme, die nur eine ganz einseitige Betrachtungsweise haben. Also, dass ich auch für die Dinge, wo Gläubige auch Hilfe suchen und manchmal in einer ausweglosen Situation sind, dass ich mich derer Probleme viel besser auch näher annehme. Ich glaube, das könnte der Kirche auch einfach mehr Verständnis und mehr Präsenz bringen.